hallo, hallöchen zusammen. Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute geht's wieder weiter mit euren Briefen und ich habe hier zwei große Umschläge. Oh, bitte nicht knicken. Und zwar von der Night Fury Live. Hier ein weißer, großer Umschlag mit dem Schweif von Ohlezähnchen hier drauf. Das finde ich ja schon mal super originell. Adresse habe ich natürlich abgeklebt, ist ja klar. Und dann haben wir hier noch einen dunkleren Umschlag. Ebenfalls von der guten Nightfury Life mit dem Auge von ohne Zahn, ja, was peinlich genau drauf aufpasst, damit der Brief hier nicht verknickt wird. Ja, mit welchem fange ich an? Mit dem hellen oder mit dem dunklen? Ich fange mal mit dem hellen an. Ja, bin ich sehr gespannt, was sie mir da geschickt hat. Oh, lauter große Bilder, wie es aussieht. Okay, gucken, ob der Umschlag auch wirklich leer ist. So, jawohl, nichts mehr drin. Gut. Na, dann bin ich mal sehr gespannt. Alles DIN A4 oder gefalzt, keine Ahnung. Legen wir mal hier los. Oh, ohne Zähnchen mit ausgebreiteten Flügeln. Ah, das ist ja auch klasse gemacht hier. Schaut euch das an. Schöne Strichzeichnung. Der Kopf ist ja mal klasse. Witzig, diese Hörnchen oder Ohren sind extrem lang. Aber echt schön gezeichnet hier. Auch eine sehr entschlossene Outline. Cool gemacht. Also wirklich sehr schöne Studie. Vor allem auch von oben mal dieses ganze Sattelzeug, was man hier sieht. Ne, die Aussparung von den Rückenstacheln hier. Und auch die Lederriemen, die hier nach hinten laufen. Cool. Ja, super. Dankeschön für die tolle Zeichnung. Auf die Seite steht hier noch was drauf. Nein, hier nicht. Oh, hier kommt was Farbiges. Ja, was haben wir denn da? Ah, das sieht ja nur genial aus. Triple Strike. Okay, also der dreifache Schlag. Was haben wir denn hier? Gibt's das Wesen oder ist das Fantasy? Auf jeden Fall ist das Hammer. Ja, Burner, was haben wir denn hier für einen Kopf? Das ist ja auch, also wirklich fantastisch. Hier auch wieder die langen, ja, Ohren oder Hörner. Dann hier vorne haben wir noch ein richtig großes Horn drauf. Einen ziemlich entschlossenen Blick. Die Zähnchen blitzen auch ein bisschen hervor. Ja, und so Skorpionarme links und rechts. Das sieht ja auch cool aus. Ne? Die Beinchen hier hinten. Oder sind das die vorderen Beine? Für mich sieht es aus, als ob er hinten so ein bisschen, ja, angewinkelte Beine hat und vorne die Arme sind eben diese Zangen. Ja, klasse gezeichnet. Boah, ich bin gerade echt geflasht. Das ist ja super. Die Farbverläufe hier sind ja toll. Wir haben hier so ein Gelb bzw. ein Ocker, was hier sehr schön mit diesem Braun zusammenläuft. Mega cool. Die Unterseite von den Flügeln dunkelbraun bemalt, Oberseite wieder in diesem, ja, Ockergelb und auch die Stacheln hinten, Burner, echt Burner. Und vor allem auch farblich unterschiedlich gestaltet. Ich denke mal, der mittlere mit einem kräftigen Gelb, der steht nach vorne. Der zweite ist ein bisschen weiter hinten und der ist ziemlich dunkel. Der geht nach ganz hinten raus. Ja, ist das nicht ein geiles Fantasy-Wesen? Hammer, Triple Strike. Boah, also echt hammermäßig toll gezeichnet. Wow, dankeschön, Night Fury Life. Sowas schickst du mir, das ist ja der Hammer, Burner. Ich sag ja, ne? Am Ende von allen Videos werde ich wieder eine richtig, richtig schöne Galerie von euren Zeichnungen machen. Boah, da könnt ihr euch auch wieder tierisch drauf freuen. Ja, das ist ja mal mördergeil, echt. Hammer, ganz großartig. Mag ich gar nicht weiter gucken, ne? Boah, und hier kommt ja schon das nächste. Ein Nachtschrecken, guckt's euch an. Ja, wie Hammer ist das denn? Also die Zeichnungen sprechen ja mal wirklich für dich. Das ist der Burner. Ganz viele Übergänge von Farben. Na, hier haben wir ganz dunkel, dann geht es hier in das Grün über und hier wieder in dieses Ocker, was er aber auch nochmal mit Schwarz übermalt hat, damit es richtig dunkel, ja fast schmutzig kommt. Klasse, hat sogar eine gewisse Tiefe, wie soll ich sagen. Wirkt fast ein bisschen dreidimensional, weil sich der Kopf hier tatsächlich nach vorne wölbt. Zumindest hier auf dem Blatt kommt es so rüber. Boah, gefährliche Augen und die Zähne gucken nach oben und nach unten. Auch dieses Kinnhorn. Boah, klasse gemacht. Auch runde Schuppen hier reingezeichnet. Eine tolle Haltung. Ich sag ja, voll im Flug erwischt. Klasse. Die Halsfalten hier. Dann auch die Flügel mit den Krallen links und rechts. Schön gemacht.
Und ich sag ja, die Haltung von seinem Körper, wie er die Beine hier hält, Vorderbeine, Hinterbeine, mitten im Flug. Und auch dieser Schweif ist ja nur hammermäßig gemacht. Echt. Boah, Night Fury Life, du hast echt drauf. Also, Gratulation zu dieser tollen Zeichnung. Ich sag ja, hier, Dragons-Fans sind irgendwo alle künstlerisch begabt, ne? Weil das ist schon, also guckt euch das mal an, ne? Hier erkennt man auch ganz klar einen gewissen Stil und das ist großartig. Toll wirklich auch der Umgang mit den Farben, mit den Übergängen, vor allem auch der Lichteinfall, ne? Hier kommt das Helle irgendwie von oben, ne? Von schräg oben. Hier dieses Gelb drin, bisschen mit Schwarz vermischt und hier findet sich das wieder. Ne? Klarer Lichteinfall von oben. Das ist Weltklasse gemacht. Hammer. Also das gefällt mir burnermäßig gut. Boah, ich finde gar keine Begriffe mehr. So, und hier geht's weiter mit Windfang der Klingenpeitschling. Auch sehr schön gezeichnet. Mensch, guckt euch nur die Details an. Brauche ich gar nichts dazu zu sagen, ne? Dieses mega lange Horn, grüne Augen, dann hier diese metallartigen Panzerplatten. Boah, ist das der Burner oder ist das der Burner? Cool. Dann auch die ganzen Strukturen in den Flügeln drin. Ne? Hier auch wieder so ein Versuch, das ganze Ding plastisch wirken zu lassen. Absolut gelungen, Menschenskinder. Du hast ja echt drauf. Also wirklich cool. Da kann ich auch nur sagen, boah, bleib unbedingt dran. Du hast absolutes Talent. Klasse. Echt toll gemacht. Auch der Schweif, ne, mit diesen groben Zacken drin und wie das hier ausläuft. Ganz, ganz toll. Ein richtig, richtig gutes Gefühl für Proportion. Überhaupt für eine Stellung. Ganz großartig. Also wenn du das aus dem Kopf gezeichnet hast, Hut ab, Respekt. Ne? Und vor allem halt auch die Farbverläufe. Wir haben hier ein Hellblau drin, ein Braun und ein Schwarz. Und die Kombination ist schon wirklich, also ganz toll hier gemacht. Burner. Boah, was für tolle Zeichnungen. Und hier geht's weiter mit ohne Zähnchen. Ja, guckt euch das mal an. Ja, das ist ja auch nur megamäßig gut. Also hier wurde auch wirklich alles rausgeholt, was ging. Guckt euch nur die Schattierungen an. Hier der Kopf, großartig. Ich find's auch klasse, dass du ohne Zahn irgendwie komplett eigenständig interpretierst, ne? Gerade durch die langen Ohren hat so ein ganz, ganz fantastisches Eigenleben. Auch die Schüppchen wirklich gezielt gesetzt, hier auch die Stachelchen, die hier schon anfangen. Ein wunderschöner Kopf, ganz toll gezeichnet, ne? Ihr seht's ja. Also steht auf, spendet Beifall, das Ding ist der Knaller. Ohne Scheiß. Cool. Echt cool gemacht. Vor allem halt auch die Schattierungen. Dunkler, hell, damit das ganze Ding auch rund wirkt. Boah, so geil. So geil. Einfach nur geil. Was soll ich sagen? Bombig. Als ich noch mein Atelier hatte, habe ich immer händeringend nach guten Zeichnern gesucht. Ne? Und hier, zack, kriege ich sowas. Ne? Noch ein bisschen Übung, noch ein bisschen Ausbildung und du wirst perfekt, sage ich dir. Also bleib unbedingt dran, wenn du Spaß hast am Zeichnen und so weiter, alles was damit zusammenhängt, auch an Grafik, boah, bleib dran. Du hast es drauf, du hast es im Blut. Ne? Man kann zeichnen lernen, kein Thema, aber das Gefühl für ein Bild, für eine Pose, für eine Kombination, das Zusammenspiel von Farben etc., Lichteinfall, hell-dunkel, das muss man im Blut haben. Das kann dir kein Mensch lernen. Ne? Selbst in den Augen hat sie hier noch gespielt mit Farben. Dieses Grün ins Gelbe rein, was dann wirklich diese mega lebendigen Augen hier zaubert. Also ganz, ganz großartig gemacht, Night Fury Life. Ich bin wirklich gerade komplett geflasht. Was haben wir denn hier? Chicken und Baby Death Song. Ja, wie geil ist das denn? Gott, Alter, ich bin total geflasht. Guckt euch das an. Das ist ja hammermäßig. Hier kommen wir dann schon in den Cartoon, in den Comic-Bereich. Das ist ja Burner. Auch hier mega toll die Farben gewählt. Alter Verwalter. Das ist einfach nur spitzenmäßig gemacht. Ehrlich, Hammer. Der Blick zu dieser Henne, zu diesem Hahn hoch. Einfach nur krass. Selbst die Henne ist mega gezeichnet. Du hast so deinen ganz eigenen Stil. Ne? Allein schon die Art, den Kamm hier darzustellen, wie die Federchen hinten noch rausstehen, die Flügel, vor allem auch die Beine. Das ist ganz großartig. Also wenn das tatsächlich dein eigener Stil ist, ich sag ja, Respekt. Boah, ich habe immer so Leute gesucht als Unterstützung bzw. zum Ausbilden.
und habe es nie gefunden. Ne? Und hier über YouTube lerne ich so tolle Leute hier kennen. Gott, habt ihr tolle Zeichenarbeiten. Also Hammer, Hammer. Auch die kleinen Müsterchen hier, ne? Wirklich gezielt gesetzt. Klasse gemacht. Auch der Stand der Flügel, überhaupt die Hocke. Also ganz toll getroffen. Brauche ich überhaupt nichts dazu zu kommentieren. Was für Hammerbilder. Du hast mich hier jetzt echt geflasht. Ohne Scheiß. Berner, guckt euch nur die Sachen an. Also wie schon gesagt, ne, ihr seht die ganzen Dinger nochmal in einer Mega-Galerie. Vielleicht hänge ich sogar gleich auch hier hinten schon dran. Weil das ist schon, also wirklich Weltklasse. Ne? Also dass du nicht zum ersten Mal zeichnest, das sieht man. Das sieht man wirklich. Und wirklich eine tolle Beobachtungsgabe. Auch der Aufbau von dem ganzen Bild, die Stellung. Und ich sag ja, alleine schon an dieser Strichzeichnung, ne, diesem wirklich etwas ja eigen kreierten Kopf von ohne Zahn, spricht hier für dich. Fantastisch, echt. Was für ein Hammer-Umschlag von Night Fury Life. Also da hast du mir wirklich eine mega Freude gemacht, echt. Also du hast wirklich mega Talent, das darf ich dir hier ganz klar bestätigen. Ja, bitte nicht knicken, ne? Zum Glück wurde das tatsächlich nicht geknickt. Also dann lasst uns hier mal reinschauen. Also ich muss mich da fast wieder erholen, ne? Weil es Weltklasse ist. Oh, hier ist sogar noch ein Briefchen drin. Moment, muss ich erst mal gucken. Nicht, dass da ein Name draufsteht, weil das wollen wir ja nicht. Oh, und hier hat es noch ganz viele kleine Bilder. Ja, freut euch, freut euch. Also, hier. Wow. Rupi, immer dabei? Klasse. Hey, Rupi, ich bin's, Night Fury Live. Mit Smiley. Du weißt schon, Nachtschatten Live, genau. Oder auch Let's Dragons. Sehr cool. Du kannst mich auch bei meinem echten Namen Lien ausgesprochen nennen. Nochmal. Grinse Augen. Wie auch immer, ich bin großer Fan von dir und habe jetzt endlich was für dich gezeichnet. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Hallo, deine Dinger sind Bombe. Mit Herzle, guck's dir an. Finde ich immer großartig, wenn jemand I-Punkte als Kreischen macht. Hammer. Also, liebe Lien, du weißt ja, dass ich... Ja, ich denke mal, du weißt es vielleicht, dass ich auch zeichne, dass es eigentlich mein Beruf ist. Also klopf dir wirklich selbst auf die Schulter, ganz, ganz großartig. So, und das ist ja wirklich auch mal eine Hammeridee. Wie es aussieht, ist das eine ganze Serie nur mit Augen von den verschiedenen Drachen zu Dragons. Das ist ja cool. Man sieht schon, ne? Grau, ohne Zahn, ganz klar. Und dann hier das Auge schön mit Lichtpunkten gesetzt. Und ja, wenn ihr ein Auge anschaut, dann seht ihr ja, dass da ganz, ganz viele Äderchen drin laufen. Und das hat sie hier auch angedeutet. Und ich sag ja, wenn man dich richtig in eine Ausbildung nehmen würde zur Zeichnerin, zur Grafikerin, also aus dir kann da echt der absolute Hammer werden. Das prophezei ich dir. Also wenn du Spaß an sowas hast, bleib bitte dran. Habe ich auch schon anderen Leuten gesagt, macht was draus. Wenn ihr Spaß dran habt, bleibt unbedingt dran. Aber lasst euch von niemanden ausnutzen. Kreative Menschen haben immer das Problem, dass sie meistens auf Leute treffen, die ihre Kunst sehr gut zu vermarkten und auch irgendwo auszunutzen wissen. Also immer aufpassen. Ne? Aber ganz tolle Idee. Also das Auge von ohne Zahn. Hier noch was drauf? Nein. Ja, dann, ich brauch's eigentlich nicht mal lesen. Klaro, das Auge von Sturmpfeil. Klasse, auch schön gemacht. So einfach es auch ist, aber wirklich schön gemacht. Schön, vor allem auch der Verlauf. Wir haben hier ein Hellgelb. Hier wird es dann ein bisschen heller, einfach um eine gewisse Rundung darzustellen. Und hier geht es dann ein bisschen ins Orangene über. Schön gemacht. Windfang, okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber auch mal ein ganz anderes Auge mit einer ganz schmalen Pupille. Auch die Lichtpunkte wieder schön gesetzt. Und bei diesem Drachen liegt das Auge ein bisschen tiefer in der Augenhöhle drin. Auch sehr schön dargestellt. Auch hier gefällt mir wieder sehr, dass du so eine gewisse Rundung reingebracht hast. Hier dunkelgrün, Verlauf ins Helle und in der Mitte ist es immer ein bisschen heller. Schön gemacht. So, dann haben wir hier Hakenzahn. Übrigens auch richtig geschrieben, ne? Die meisten schreiben Hakenzahn mit Zika. Also Hakenzahn, das ist falsch. So ist es richtig.
Ne? Auch hier versucht die Äderchen im Auge ein bisschen darzustellen. Absolut okay. Ich finde es absolut originell, wirklich. Ja, Kotz und Wirk, ja natürlich. Cool. So groß habe ich noch nie ein Auge von den beiden Drachenköpfen gesehen. Klasse, also wirklich super originelle Idee. Und Fleischklöpfchen, oh, ein ganz liebes Auge mit einem ganz, ganz großen Lichtpunkt drin, Lichtreflex. Ihr wisst ja, je größer ihr die Punkte malt, umso lieber erscheint ein Auge. Ja, super schön, ja, klasse Idee. Schaut euch das an, die ganzen Augen von verschiedenen Drachen unserer Lieblingsserie. Ja, wirklich eine Weltklasse-Idee. Ach, Nightshade Life, du bist der Hammer, ehrlich. So, und ja, ne? Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht viele zu sagen. Wie geil ist das denn? Hakenzahn und Feuerwurmkönigin und Hakenzahn knuddelt hier voll die Feuerwurmkönigin. Guckt euch das an, ist das nicht toll gemacht? Ja, so Hammer. Auch hier hat sie eine ganz normale Tusche-Outline genommen, ne? Mit dem Filzstift die Outline gemalt, aber so schön mit der Farbe reingezeichnet, dass es schon wieder eine gewisse Tiefe kriegt. Ganz toll. Selbst dieser Streifen hier, der braune Streifen, hat sie noch eine dunkle Umrandung gemacht, damit es einfach ein bisschen runder, ein bisschen plastischer wirkt. Genauso das Köpfchen hier von Hakenzahn. Ne? Hier oben kräftig rot, hier unten wird es ein bisschen heller und unten die Unterseite hat sie schon wieder in einem ganz hellen Braun angedeutet, damit es auch richtig Tiefe kriegt. Also guckt es euch an. Bilder sagen mehr als Worte, brauche ich gar nicht viele zu erklären. Fantastisch gezeichnet von unserer Nightfury Life oder auch Let's Dragons, wie sie hier geschrieben hat. Ganz, ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. So würde ich mir mal echt eine Resin-Figur bzw. ein Diorama wünschen mit zwei Drachen drauf. Muss keine Action-Anteile haben. Einfach sowas zum Aufstellen. Weltklasse, eine wunderschöne Vorlage für so ein Objekt, ne? Auch die Feuerwurmkönigin. Weltklasse gemacht. Guckt total lieb. Und super gefallen mir auch diese knubbeligen Ärmchen. Schaut euch die an mit den Krallen. Ist das nicht toll gemacht? Ah. Fantastisch, wirklich fantastisch. Mann, du hast so dermaßen drauf. Hammer, Hammer, Hammer. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. So, und dann haben wir hier noch einen tödlichen Natter. Jawohl, mal in einer ganz anderen Variante. Wie Hammer ist das denn? Auch hier schön mit Grau alles verwischt. Super, auch wieder hier eine Filzstift-Outline. Dann die Bemalung ist toll. Dieses Grün mit diesem Rot, wie es hier angeordnet hat. Auch der Blick, oh, guckt euch an. Das ist fantastisch gemacht. Dann diese runden Erhebungen in den Flügeln drin. Ah, Scar heißt er. Okay, tödlicher Natter Scar. Also ganz, ganz großartig, Mensch. So tolle Bilder und die schickst du mir, boah, nicht mal Kopien, sondern Originale. Also das haut mich komplett vom Sockel. Wirklich. Komplett. Also Talent pur. Meine Liebe, Talent pur, ich kann mich nur wiederholen. So der Hammer, so der Hammer. Also ich glaube, die werde ich gleich anscannen und aus lauter Begeisterung hinten dranhängen. Das ist wirklich eine Augenweide, ne? Und auch hier nochmal die ganzen einzelnen Augen. Weltklasse. Vielen, vielen lieben Dank für deine lieben Zeilen. Und du hast auch wirklich eine tolle Schrift, ne? Also man sieht schon, ultra kreativer Mensch. Menschin. Also wirklich, ja. Ich bin sprachlos. Bleib dran. Schreib mir, wie es zeichnerisch bei dir aussieht, falls du tatsächlich in diese Richtung gehst. Würde mich wirklich interessieren und würde ich dir auch mehr als gönnen, wenn du deinen Weg in diese Richtung hier einschlagen könntest. Hammer. Also ihr seht diese Bilder gleich nochmal im Anhang in der Galerie und zum Schluss, wenn ich die Riesengalerie mache mit euren Zeichnungen, da werdet ihr die Bilder dann auch nochmal finden. Also zwei tolle Umschläge von Night Fury Life. Hat auch einen Kanal auf YouTube. Schaut unbedingt mal bei ihr rein. Tja, mehr bleibt mir da gar nicht zu sagen als ein dickes Dankeschön hier, ganz spezielles dickes Herzele, ohne Zähnchen, guckt durch.
Hammer, Hammer, ich bin total begeistert. So, auf die tollen Bilder muss ich jetzt erstmal was trinken und ich wünsche euch viel Spaß bei der anschließenden Galerie, beim Angucken und sage bis zum nächsten Teil, denn ich habe hier noch einiges von euch liegen. Ciao, tschüss, nochmal danke an Nightfall Life, bis dann, euer wirklich geflashter Ropi, hey.